Mein Name ist Karl-Heinz Wagner. Ich bin Schulleiter an der Fritz-Erler-Schule. Und die Fritz-Erler-Schule ist jetzt schon zum dritten Mal Gastgeber für die verschiedenen Zukunftswerkstätten im Rahmen des Masterplanprojektes der Stadt Pforzheim. Die Zukunftswerkstatt Stadtbild und Wohnen ist für mich die familiärste, die ich bisher mitgemacht habe. Die Stimmung ist sehr positiv, kreativ, sehr in die Zukunft schauend. Also genau, wie es das Wort sagt, Werkstatt für die Zukunft. An diesem Wochenende steht die Zukunftswerkstatt unter dem Thema Wohnen. Und ich finde an diesem Thema besonders spannend, beziehungsweise mir fiel auf bei den Präsentationen, bei den Beiträgen, was für schöne Flecken es in Pforzheim gibt. Heute Vormittag ist klar zum Ausdruck gekommen, dass es nicht nur ums Wohnen als solches geht, bezahlbares Wohnen für breite Bevölkerungsschichten, sondern auch das Wohnumfeld ist sehr, sehr wichtig. Man begrüßt sehr, dass endlich der Innenstadtring kommt, weil dadurch das Wohnen in der Innenstadt an Bedeutung und an Lebensqualität einen Sprung nach vorne machen wird. Und mehrfach genannt worden ist auch ein Quartiersmanagement, das einfach bestimmte Stadtbereiche und Quartiere zusammenbindet. Also im Grunde genommen so etwas Ähnliches wie eine Kümmererstelle, Anlaufstelle für die Menschen, damit niemand in einem Quartier allein sein muss. Als erstes würde ich versuchen, in der Innenstadt, und ich habe es persönlich auch schon beantragt, für neue Wohnungen einen Wettbewerb auszuschreiben. Gutes Thema Stadtbild war ebenfalls von der qualitätsvollen Gestaltung der öffentlichen Räume geprägt. Dabei wurde jetzt hauptsächlich auf die Problematik von der Innenstadt drauf angesprochen, sowie dass die Fassaden sehr unfreundlich wirken, wenn man durch die Stadt läuft. Ganz speziell hat es mich gefreut, dass auf Verkehr weniger Wert gelegt wurde, auf Grüngestaltung in der Stadt sehr viel mehr Wert gelegt wurde. Ja, es waren Themen, die wirklich in allen drei Gruppierungen genannt wurden, also sowohl bei den Experten als auch in der Verwaltung, als auch bei den Bürgern jetzt gestern und heute. Das ist zum einen sicherlich das Thema Stadt am Wasser, also Pforzheim mit seinen großen Potenzialen durch die Lage an Enns, Nagold und Würm. Dass kein Leben in der Innenstadt richtig vorhanden ist. Ein zweiter Punkt sicherlich, der auch von allen drei Gruppen genannt wurde, ist das Thema Studenten in Pforzheim, dass Studenten einfach mehr auch in das innerstädtische Leben einbezogen werden sollen. Und es sind ein paar Dinge dabei, die man kurzfristig umsetzen kann, wie zum Beispiel mit Glascontainern in Zukunft, wie damit umgegangen werden soll. Es ist zum Beispiel auch das Thema angesprochen worden, durchaus ein Mehrgenerationenwohnen zu machen, also studentisches Wohnen in Kombination beispielsweise mit dem Seniorenwohnen. Eine Idee habe ich ja richtig gut gefunden, muss man mich sofort auf ihre Machbarkeit prüfen, ob so ein historischer Straßenbahnwagen irgendwo im innerstädtischen Bereich aufgestellt werden kann und als Bistro bespielt werden kann. Eine Idee ist auch zu sagen, das Wohnen am Wasser in der Innenstadt ist natürlich ein ganz, ganz tolles Potenzial. Also es sind wirklich tolle Ideen dabei und imponierend. Imponiert hat mir vor allen Dingen auch die Art und Weise der Präsentation durch die Bürger. Also im Grunde genommen, wie wenn die den lieben langen Tag nichts anderes machen würden.